Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Together auf Teamolia. Wenn ich noch mehr Drehungen und Spin-Over und Hangover mache, dann besteht bald das ganze Video daraus und deswegen würde ich sagen, begeben wir uns zum Enchanting. Und wir werden diesmal, wie letztes Mal angekündigt, eine Brustplatte enchanten. Wir probieren es zumindest mal. Und wir haben mal wieder verkackt, oder? Ja. Wir verkacken irgendwie immer. Wobei ich gar nicht weiß, was bei den Dingern irgendwie toll ist. Also wir ziehen sie jetzt auf alle Fälle mal an. Besser als nichts ist es. Als nächstes werden wir uns die Hose noch enchanten. Und dann haben wir eine komplette Rüstung mit oben Aqua Infinity Respiration 3, Protection 3 und unten Feather Falling 5. 4. 5 wäre ohne den einen Strich da. Aber ich weiß gar nicht, ob es 5 gibt. Ich glaube schon, aber 4. Oh mein Gott. Und ich habe es nicht selbst gemacht. Nee. Ja. Ihr seht, ich habe die Nether Ward Farm hier quasi mal gelöscht. Removed, wie auch immer. So geht's besser. So sieht es besser aus. Und wo wir die jetzt hinbauen werden, steht noch nicht ganz fest, aber ich schätze mal hier runter irgendwo. Jetzt ist natürlich das Teil da im Weg. Ich hätte mir jetzt mal gedacht, hier in die Ecke irgendwo. So. Ja, ich würde mal sagen, ich... Ah, nee, der Käfig, der muss da fast mal noch sein. Ich würde sagen, wir setzen es dabei einfach mal provisorisch hier hinten hin. Das passt dann schon. Genau, das können wir eigentlich hier direkt mal machen. Ist ja kein großer Act. Ich mach's jetzt auch noch nicht automatisch. Weil ich mir denke, das bringt noch eh noch nicht. Jetzt haben wir noch zwei über. Ich schätze, auf die zwei werde ich dann später verzichten. Zack, zack. So. Erstens haben wir sowieso schon so viel. Und ja. Das heißt, wir haben das mal da voll. Dann würde ich sagen, schauen wir mal, dass wir unsere Speed Potion Doppelkiste voll bekommen. Das heißt, wir fügen nun überall ein Zuckerteil hinzu. Ist zwar sehr ungesund Zucker, meine lieben Kinder, aber wenn man Zuckerflash will, dann bleibt einem nichts anderes über. Es gibt doch eigentlich auch Slowness Potions, oder? Ich meine, wenn man Speed umdreht, quasi so wie Instant Health zu Instant Damage, müsste doch das Instant langsam sein. Nein, wenn nicht Instant Slowness, dann quasi sowas in der Art. Rein theoretisch quasi gesehen. Äppala, warum tust du nicht die ganze Scheiße dazu? Genau. Dann brauchen wir jetzt noch Redstone. Zack, 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 zack. So. Überall Redstone. Ja. Ich glaube, ich muss warten immer, bis ich drin bin, bevor ich Shift klicke. Dann glaube ich, dürfte es leichter gehen. So. Jetzt haben wir, glaube ich, eins ausgelassen, genau. Wunderbar. Haben wir das auch schon. Jetzt müssten das hier alles Speed Potions der Version 3.0 sein. Mit 8 Minuten Speed. Die füllen wir mal eben kurz ein. So. Hier sind die Instant Damage Potion. Hier die Speed Potions. Sollte uns eigentlich erstmal wieder
für eine Weile reichen. Ich weiß gar nicht, ob uns die eine Doppelkiste dafür überhaupt reicht. Sieht nämlich jetzt schon ganz schön voll aus. Ja, dürfte eigentlich. Ja, wohl, dürfte. Ne, dürfte nicht reichen. Aber zwei behalten wir uns ja noch. Notfalls verschenken wir den Rest. Oder wir lassen ihn einfach mal hier dann in der Truhe. Beziehungsweise hier am. Hier in den Behältern drin. Genau, lassen wir hier noch die dabei im Behälter drin. Dann brauchen wir noch eine Instant Damage Potion. Die haben wir immer dabei. Ich könnte auch mal statt eine zweite Speed eine Regen Potion, wobei die brauche ich eigentlich nur, wenn ich irgendwie so unterwegs bin. Oder eben dann für, wenn ich mal außerhalb quasi zur Abbauwelt gehe und da dann irgendwie ein bisschen heikler wäre. Jetzt können wir hier wieder Flaschen nehmen. Ich hoffe, die sind jetzt nicht so gut drin, dass sie... genau da drin sind. Doch, sie sind genau da drin. Ich hoffe, das kann ich abbauen. Ja. Passiert nichts. Das hätte auch was. Aber ich finde es nicht so toll. So machen wir es und das nächste Mal schauen wir, dass sie die Flaschen nicht einfach direkt reinwerfen. So. Einmal noch, oder? Genau. 1, 2, 3. Zack, zack und zack. So, dann packen wir die restlichen Flaschen da hoch. Dann brauchen wir wieder ein Nether Ward. Das machen wir jetzt noch schnell. Dann seht ihr mal, wie ich hier komplett am Brauen bin. Ah, doch ein paar weniger. Und ich glaube, Netherboard haben wir eigentlich genug. Das Rezept dafür ist Instant Health. Das heißt Crystal Melon. Zack, 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 zack. Oh. Fuck, da geht eine Flasche ab. Nein! Verkackt. Ich glaube nämlich nicht, wenn wir die jetzt da hinzufügen, dann passiert bei dir gar nichts, gell? Dann sind wir einfach mal schnell Verschwenderes mit Nether Ward. Und dann nochmal ein Nether Ward drauf. Genau. Solche Hunde sind wir. Schon echt derbe gemein. So, und jetzt haben wir da noch eine über. Genau. Okay, jetzt haben wir Glistering Melon, dann heißt das quasi Instant Health, genau. Jetzt müssen wir ein Fermented Spider Eye dazugeben. Man könnte auch zuerst den Gunpowder dazufügen, aber ist eigentlich egal. Wunderbar, die Crystal Melons sind ganz oben. Hier. Und jetzt brauchen wir... zack. So. Bisschen Gunpowder. Und jetzt haben wir hier überall Instant Damage. Und wir möchten das Ganze aber werfen und nicht selber trinken. Wären wir nämlich ziemlich bescheuert. Genau. Und dann können wir jetzt im Prinzip die ganzen Potions da reinhauen. Nicht in der Hand halten am besten. Sind schon ganz andere Leute dadurch, ja, ums Leben gekommen. Nennen wir es mal so. Jetzt bin ich schon wieder voll. Zack, 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 zack. Einmal wieder alles ausleeren.
Man könnte das Ganze auch noch verlängern, indem man auch noch eine Redstone dazu gibt, dann wäre es Instant Damage 2, glaube ich. Also nochmal ein bisschen härter, glaube ich. Glaube ich, ja, sowas glaube ich. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das so. Aber ich würde sagen, das reicht erstmal kurz. Hier unten würde ich sagen, packen wir noch Regen und Fire Resistance vielleicht dazu. Mal schauen, Fire Resistance braucht man über diese schwule Gastträne, soweit ich weiß, oder? Ja, mal schauen. Irgendwelche Getränke füllen wir auf jeden Fall hier noch rein. Speed haben wir hier noch ein paar auf Reserve. Also so schlecht kann es uns nicht gehen. Alright, guys. Ich denke, wir können uns um die Leggings kümmern. Zack, 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 zack. Und Protection 3. Ist okay, ist okay. Auf jeden Fall wird sie angezogen. So, da sind wir wieder. Und zwar mit einem neuen Versuch, irgendwas zu enchanten. Ich bin der Meinung, was brauchen wir denn? Und hast du noch eine Glücks 3? Habe ich... eine nur noch. Wir enchanten uns dieses Mal. Was haben wir denn noch nicht? Wir haben eigentlich alles schon gut, gell? Wir haben Featherfalling, wir haben Spitzhacken. Ich würde sagen, wir probieren nochmal vielleicht eine Schaufel, oder? Forge 2. Ja, wir probieren nochmal eine Schaufel. Vielleicht bekommen wir mal eine richtig gute jetzt hier zusammen. Gleich. So, da rein. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Und wir haben's. Silk Touch, Efficiency 4 und Unbreaking 3. Das ist doch mal eine gute Schaufel. Auch wenn sie Silk Touch hat. Aber das macht nichts. Ich denke, das ist, können wir so nehmen. So, dann, was gibt's noch? Ich habe gestern noch ein bisschen weitergebaut, natürlich. Unter anderem, glaube ich, habe ich hier mal freigeräumt, genau. Wollte ich jetzt nur so privat mal schauen. Ja, ich habe die Farm nach unten verlegt, die Netherwart Farm, und zwar hier in die Ecke. Ich habe diesen Cobblestone-Käfig hier weggebaut und habe hier meine Netherwart Farm aufgebaut. Ziemlich einfach eigentlich gemacht, aber dennoch relativ cool. Da könnt ihr gerade die Baumform zeigen und wo du deinen Haken reparieren kannst. Ich... Okay, Ben, aber ich weiß schon, wo die Farm ist. Wegen Hacke. Gerne warte noch kurz 5 Minuten. So, also erstens, G3-Farm ist wieder ziemlich fertig. Ich würde sagen, wir ernten das Ganze mal. Jetzt dann schauen wir mal, wie schnell das hier geht mit Eis. Flup. Erstmal oben alles abgetragen und dann müsst ihr unten hier hervorrauschen. Nioink. Genau. Na, ihr seht schon wirklich, das ist wirklich ein Speed-Highway hier. Eins bleibt wieder hängen, das macht aber gar nichts. Ah, es sind sogar zwei. Macht auch nichts. Aber es sieht so geil aus, wenn die so herflutschen. Jung. Genau, dann dürften wir es eh schon haben. Genau. Dann machen wir das hier wieder aus. Und wenn das ganze Zeug dann da ist, dann flupp. Und wieder einmal alles rein. Die paar Samen können wir auch noch dazu tun. Die paar Samen behalten wir uns dabei mal. Genau, dann bevor ich das hier wieder auffülle, zeige ich euch nur kurz das da. Es ist zwar noch nicht fertig, aber das ist ganz einfach. Hier, wenn man drauf geht, geht erstens so eine Redstone-Lampe an und hinten werden zwei Pistons runtergezogen. Dadurch fallen die ganzen Nether-Wards ab.
Ich bleibe einfach so lange drauf, bis die alle hier unten sind. Ich könnte hier unten auch noch Eis reintun, aber habe ich jetzt mal gedacht, brauchst jetzt mal nicht. Genau, das fällt dann alles hier in den vorderen Graben rein und wird dann zur linken Seite und zur rechten Seite hingetrieben. Das ist ganz lustig, weil sie eben alle da rein in eins Teil fallen und somit sind hier 40 Stück, obwohl es nur nach einem aussieht. Und hier dann wahrscheinlich ziemlich genauso. Genau, so einfach ist es. Re-geplantet ist das Ganze auch schnell. Einfach kurz hier drüber. Es ist kein großes Feld, weil ich habe mir gedacht, man braucht eh nicht so viel, weil es ja sowieso relativ schnell geht zu wachsen hier, vor allem in der Oberfläche. Also warum soll ich hier dann 10.000 mal 10.000 Feld machen? Solange ich alles wieder replante, passt ja eh alles. Dann hier drin habe ich auch noch was ein bisschen weiter gemacht. Allerdings ein bisschen zu viel, könnte man sagen. Die untere Reihe ist jetzt hier komplett alles mit Instant Damage Potions voll. Und hier auch alles. Und dann habe ich mir noch ein paar Instant Health, zwei Potions gemacht und noch zwei Strange Potions. Einfach mal ausprobiert, wie das so ist. Hey, Pen! Ich platziere noch kurz das Getreide wieder und dann komme ich mit, okay? Genau. Wir sehen uns gleich wieder. So, und da sind wir wieder. Ich bin gerade mit Pen unterwegs in Richtung eines kleinen, ja, Möglichkeit, wo man sich die Spitzhacken wieder reparieren kann. Und er will mir das jetzt zeigen. Dann habe ich mir gedacht, nehme ich doch mal kurz den Weg hier noch ein bisschen mit auf, damit ich mir erstens erinnern kann, wo das geht. Musik an. Jetzt schon. Halt nicht so schnell, ich muss mal schauen. Ah. Wo ist er denn? Da ist er. Emeralds. Ne, zu wenig Kohle dafür. So, wo müssen wir hin? Ich glaube, er weiß es selber nicht genau. Runter anscheinend nochmal. Ich habe ihm vorher eine Speed Potion von mir gegeben. Und dann hoffe ich mal, dass wir das innerhalb dieser 8 Minuten Zeitspanne auch erreichen. Wow. Ist ja geil. Wo ist er denn jetzt? Da ist er. What the fuck? Nice gemacht. Aber ich schreibe mal kurz das wieder runter. Das ist schon wieder weg. Kerl, der ist so schnell. Oder ich einfach so langsam. Enchanting Tutorial. Maximal Level 30. Maximal Level 26. Hey, cool. Ah, warte, da steht sogar, was am besten daraus kommt. Silk Touch, Fortune, Knockback Looting, Fire Aspect, Respiration, Aqua Infinity, bla bla bla, Fire Respiration, Feather Falling, was, bei, was, wie? Bei? Maximal Level 18, echt? Okay. Servus, wer bist du? Reparaturkosten einsehen, Rechtsklick Beta. Er ist not. Vielleicht mit dem da. Kostet 596. Der Hand, die Kosten einsehen. Das ist ja übelst teuer. Das ist meine Efficiency. Derbe. Teuer. Finde ich. Also für das bisschen Schaden, so viel Kohle.
ist ja fast nix. Hat ja jeder ein paar davon. Würde ich auch sagen. Smite Sharpness, Bane of Arc Report. Maximal Level 10. Maximal Level 8. Was will er mir jetzt noch zeigen? Hui! Ich bin schneller als du. Oh, oder auch nicht. Wow. Das soll Hogwarts sein, oder? Hört, hört. Es kann nur einen für, ja, oder wie auch immer. Okay, sieht aber geil aus. What? Oh, geil gemacht. Mit Feather Falling 5 habe ich kein einziges Ei bis jetzt verloren, nicht mal. Hat er richtig geil baut. Mega geil. Wo gehst du jetzt da wieder rein? Ach, dreimal hin und her. Der Raum der Wünsche, oder? Alter, geil. Richtig geil gemacht. Mega geil. Glück mich. Elf Days. Ah, oh, schade. Heilige Scheiße, ist das geil. Anscheinend schon. Wo gehen wir denn jetzt hin? Das sieht nach... der Eingang zur sag schon eben Hocke. Ich glaube, das ist der Eingang zum sag schon. Ach, wie heißt es schon? Im zweiten Teil. Mir fällt gerade der Name nicht mehr ein. Auf alle Fälle lebt hier die maulende Myrte. Ja. Oh.
Oh. Wie geil! Ha, cool, überall sind so... Alter, ist das geil gemacht. Nur jetzt stört mich die Musik ein bisschen. Müssen wir jetzt nur wieder runter und ich glaube mein Speed ist vorbei, ja. Ich habe nicht mehr Speed Potions dabei, leider. Überall sind so Klick-mich-Schilder. Übelst geil gemacht. Mega derbe, hammergeil. Interessieren, auf welcher Ebene wir sind. 7, okay, deswegen. Deswegen ist es dunkel. Alter, wo geht's denn da hin? Ja, leck mich doch am Arsch. Jetzt ist er weg. Um die Ecke ist er. Ich hab so... Bist du krank? Alter Schwede. Leck mich doch am Arsch. Was bist denn du für ein kranker Mensch? Beziehungsweise mit J, glaube ich, schreibt man ihn, oder? Oh, fuck. Wenn ich häng in den Pistons. Fuck. Hilfe? Ah, danke schön. Alter, wie lange habt ihr da gebraucht, hä? Wahrscheinlich ange... Oh. 42. Alter. Ah, jetzt kann man das schrecken. Jetzt weiß ich den noch wieder. Mega hammergeil. Ich probiere gerade vorne über den Eingang. Sechs Farbpisten, Extender ist, naja. Ach du Scheiße. Ich hab E-Feder vorliegen. Dann geht es schon. Ich will alles sehen. Jupp. Wetten, er teleportiert mich gleich wieder. Hoden will be teleported in 1 second. Hoffe ich mal. Alter, wo sind wir denn hier wieder? Hey, ich kann fliegen! Cool!
Alter, mega krass. Ja, so kompliziert schaut das Redstone. Ah, gut, da hinten geht's noch ein bisschen weiter. Ach, das Problem ist immer, er muss nochmal aus. Ups, gut, das ist nicht Kind. Er muss nochmal ausfahren, dann nochmal einfahren, wieder ausfahren, wieder ausfahren, wieder einfahren, wieder ausfahren, 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 einfahren, ausfahren, 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 ausfahren. Okay. Was hast du denn sonst noch so Schönes gebaut? Sieht aus wie ein Herz. Was ergibt Beste? Du kennst dich, glaube ich, bei deiner Konstruktion besser als ich. Wie kommt man da? Ja. Wie viel kostet denn das ein Grundstück? Was war das gerade? Ich will auch eins. Wurde da die Bauhöhe ausgecheckt? Ich finde das voll geil. Die anderen übertreiben es mal wieder Vollgas. Aber sieht auch richtig geil aus. Kann man hier eigentlich auch sowas wie Time Day? Okay. Was ist denn das für eine kleine Minigun hier? Eine Ritterburg, eine kleine. Also manche Leute bauen hier echt mega krasse Sachen. Und die Grundstücke sind ein bisschen klein. Oh. Oh. Fuck. Ich bin nicht erlaubt. Warte. Gleich. Wieder bei deinem. Fliegen wir wieder zu seinem hin. Alter, hört sich voll lustig an. Altmetalldetektor. Ich folge dir.
Denn vom Spawn in der Krea Welt hierher. Machen wir mal bloß kurz ein Zeichen, dass ich hier wohnen oder hier bauen darf. Boden. Krebs. Creme. Gute Frage, nächste Frage. Ah, okay, Koordinaten. Gute Idee. Also Koordinaten, Screenshot. Wunderbar. Dann haben wir das auch. Ja, will ich nicht, will ich auch nicht. Hey, cool, wenn ich normalerweise doch die Ender-Chest hier setze, dann müsste ich da. F in 30 S wirst du wegen Versuch gebannt. Wollte doch nur Ender-Chest ausprobieren. Wie lange gebannt? Nicht will mal bitte. Ich baue es doch schon wieder weg. Meine Absichten waren wirklich nicht, von hier irgendwas wegzutun. Oder hinzutun. Ist nur eine Scherzmeldung. Ah. Ah, Gott. Lol, wieso hört sich das an wie Glas? Enderpearls, Enderpearls, Enderpearls. Beziehungsweise Enderaugen. Soll halt verhindern, dass du Leuten versuchst, in die kreativen Sachen reinlegen. Wieder mal wieder rausnehmen. Verstehe ich. So, dann probieren wir hier mal kurz in den End zu kommen. Der End funkt hier nicht, oder? Anscheinend nicht. Okay. Dann kann ich das auch hier wieder alles abbauen. Hey. Ja, glaube ich. Okay. Egal. Kann man denn... Ja, wurscht. Auf den anderen Dingern kann ich nicht bauen, oder? Nur damit das passt. Ja, gut. Kein Dingens von Area, also ist das hier wirklich meins. Ich würde sagen, wir schauen da vielleicht mal bei der nächsten Folge mal vorbei und bauen hier was. Oder wenn ich mal was baue, dann baue ich das hier und dann kann ich es euch auch zeigen. Ich werde jetzt aber erstmal wieder zurückgehen in die normale Welt und dann schauen wir, was wir heute noch so treiben. Genau. Bis gleich. So, dann würde ich sagen, war es das auch für diese Folge hier von Minecraft Together auf Timolia. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Ich hatte sehr viel Spaß und nächstes Mal werden wir dann mal schauen, vielleicht, ob wir ein bisschen Zeit finden für unser neues Grundstück, das wir erworben haben in der ja, Sonderedition Welt, nenne ich es mal jetzt, Kreativwelt. Aber wir werden auf alle Fälle hier mal weiterbauen. Ich möchte ganz dringend unbedingt diese Drecksbaumform da weg haben. Und dann hier daraus mal ein bisschen was verschönern.
Das heißt, das muss unter die Erde. Dann brauchen wir wahrscheinlich mal die Schweinefarm, beziehungsweise ich möchte sie jetzt zur Kuhfarm umbauen lassen. Die müssen wir nochmal fertig machen. Also wir haben noch genug zu tun, würde ich sagen. Aber das machen wir auf jeden Fall nicht mehr heute. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und da werden wir dann mit Sicherheit eines dieser Projekte angehen. Ich freue mich auf euch. Bis dahin. Servus.